Hallo und herzlich willkommen zurück bei Legend of Mana. Boah. Wir sind ja mit Bud unterwegs. Er will die Weißen treffen. Ich meine, wir kennen nur einen momentan. Moin. Aber immerhin würde ich sagen. Und das ist nicht der Weg. Glaub nicht. Der ist gar nicht so schlecht, der Kleine. Hey, da ist Gaia. Willkommen. Willkommen, nicht so schüchtern. Guten Tag. Was möchtest du wissen? Ich bin Bud. Geht zu schnell. Ich bereise die Welt und höre den Weisen zu, damit ich mal ein großer Zauberer werde. Hallo, Bud. Vor langer, langer Zeit lebte ein großer Magier namens Halsyet. Sein Name ist größtenteils in Vergessenheit geraten. Doch er war in vielerlei Hinsicht viel größer als ich. Danke, Gaia. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Das war's? Okay. Das war jetzt nicht so viel, ne? Hauptsache, wir haben unseren Rabbington dabei. Wir haben die anderen Weisen leider noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt als nächstes die Ruinen erkunden, würde ich sagen. Warte, warte. Rabbington kann den Stern schießen? Ernsthaft? Ich meine, coole Sache. Ich überlege gerade, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo die anderen Weisen sind. Ich fällt jetzt überhaupt nur mal eine ein, aber ich glaube, es sind ja... Waren es X? Waren es... Ich
glaube, ursprünglich waren es 7, aber einer ist ja schon gestorben. Ne? Irgendwie so war das. Ja. Rabbington. Ich glaube, Rabbington hatte das Level up. So. Ich weiß wirklich leider nicht mehr, wo die anderen Weisen... Entschuldigung, wo die anderen Weisen waren. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal die Ruinen. Wir müssen die Teekanne retten. Die halten ordentlich was aus. Ja, die Pilze nicht so. Ich sage jetzt einfach mal Pilze dazu. Ich meine, sie sehen ein bisschen so aus, oder? Ja, wer bist denn du? Der Blütling in der Nähe der vier Tore hat die Aufgabe, sie zu öffnen und zu schließen. Und an anderen Orten gibt es Blütlinge, die als Schlüssel fungieren. Du musst dir ihre Anordnung merken, um herauszufinden, welche Tore sie öffnen. Was sind Blütlinge? Interessant. Aber hier scheint uns doch noch einiges zu fehlen. Mal sehen. Sind das Blütlinge? Die Tür, die in den Untergrund führt, kann nur durch Psychokinese geöffnet werden. Die Nutzung ist sehr anstrengend. Okay. Heißt das jetzt, das kann er? Ich nehme mal an. Klaut mir dieser Rabbington doch einfach Erfahrung. Purer Wahnsinn. Dieser kleine Schlingel. Die Tore, okay. Wir sind alle miteinander verbunden. Das ist schön. Aber das heißt nicht, dass ihr mir die Tore aufmacht, oder? Echsenschuppen. Ich glaube, Echsenschuppen haben wir noch nicht, oder? Egal, wir momentan brauchen, tun wir sie sowieso nicht. Wir sind die Schlüssel zu den Toren. Okay.
Nur... Was? Oh, Moment, 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 Moment. Heißt das, wir haben jetzt die Tore da anders geöffnet? Ja, es hat funktioniert. Okay, das heißt, ich komme jetzt hier runter. Oh, das ist interessant. Yay. Psychokinese wird vorbereitet. Psychokinese aktiviert. Okay. Keine Ahnung, müssen wir da alle aktivieren vielleicht? Ich weiß nicht. Oder geht's auch rund? Oh Junge. Eine Schachfigur? Ja klar, wir kriegen von der Schachfigur eine Heilklaue. Hm? Total. Schon wieder? Der droppt nicht mal Erfahrung. Bastard. Gib mir meine Erfahrungspunkte. Ach Mann. Sind jetzt die Tore wieder anders? Nein. Was habe ich dann umgestellt? Okay, Moment, Moment. Ecke brauche ich. Jetzt könnte ich so, das probieren wir. Das ist etwas kompliziert, diese Ruinen. Aber wir kriegen das schon raus. Ja, er hat den Revington getötet. Guter Revington. Wir kriegen das schon irgendwie raus. Großsteinbau, auch schön. Ist das die Tür in den Untergrund vielleicht? Ich spüre es. Ja, ich glaube schon. Das ist das, was wir anders aufgemacht haben. Nein, da ist eine Kiste. Ich will zu der Kiste. Kiste. Okay, es ist nicht der Weg, wo wir vorher waren. Ich dachte, das wäre vielleicht das gleiche. Ah doch, man kann da auch lang.
ist jetzt doof, ne? Na warte, egal, dann holen wir uns die Kiste später. Weil ich weiß ja jetzt, von oben komme ich auch dazu. Nur ein längerer Weg, das heißt, ich sehe mich kurz hier um. Irgendwer hat ein Level Up, yay! So, was ist jetzt hier? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ist ja interessant. Kiste, da waren wir noch gar nicht. Yeah, ich weiß nicht, wer sowas in der Kiste tut, aber... Okay, so kommen wir zum Anfang zurück. Und um an die Kiste ranzukommen. Muss ich einmal den Umweg nehmen. Oh, das sind andere. Ich dachte, das wäre das gleiche. Nein, es gibt noch ein Feld mit denen. Man verzieht dich, Blütling. Die sind ja ganz nett, aber irgendwie... schon ein bisschen doof, ne? Ja, stimmt, nach da oben. Egal, das mache ich nach der Kiste. Schokolade! So, jetzt komme ich da runter. War ich da auch noch nicht? Eine scharfe Kralle. Morphfleisch. Ich muss sagen, das ist so ein Luxusding aus moderneren Spielen, das misse ich in so alten Dingen schon. Irgendeine Form von Karte. Irgendeine. Völlig egal.
So, damit komme ich zur Kiste. Aber da muss ich jetzt oben rum. Das Ding bekämpfen ist echt doof, das droppt keine Erfahrung. Okay, für die Kiste muss ich etwas umständlich gehen. Vor allem, weil ich auf den Kämpfen nicht aus dem Weg gehen kann. So, das heißt, wir stellen hier um. Ich brauche das hier. Das ist heute viel hin und her gelaufen. So, jetzt können wir da rein, so kommen wir zur Kiste. Alles gut. Ja, Kiste. Einen Vampirzahn. Ich hoffe, das ist was Gutes. Ja, aber ist das nicht irgendwie nutzlos, weil... Ne? Und was war... Nein, da oben kommen wir wieder zum Eingang, das bringt uns ja auch nichts. Naja, wobei... Mich kurz mal überprüfen. Na. Ah. Das ist der Eingang, ne? Ja. Genau, das heißt, hier kann ich umstellen. Doch, das ist ein bisschen schneller. So, jetzt kann ich dich umstellen. Dann kommen wir da hoch auch noch. Das ist das Letzte, was uns jetzt noch fehlt. Und dann können wir in den Untergrund. Die Folge mache ich auf jeden Fall eine halbe Stunde. Einfach damit wir ein bisschen mehr sehen, als dieses in den Ruinen herumirren. So. Genau, hier stellen wir das um. Und das sollte es gewesen sein. Ernsthaft? Das ist alles, was hier ist?
bringt mir ja nicht mal was. Gut, dann gehen wir noch in den Untergrund. Ich spüre es, ich spüre es. Wo ist diese Teekanne hin? Na, nicht du schon wieder, du gibst keine Erfahrung, geh weg. Blöde Schachfigur. Doch, eins. Ja, toll, eins. Ich meine, ja, nehme ich. Besser als gar keins. Ja, was bist denn du? Oh, ein Vampir, von dem wir den Zahn gefunden haben. Ui. Gegen das Ding sollten wir öfter kämpfen. Ein Zombie-Affe? Also ein Mumien-Affe. Oh, der hält ein bisschen was aus. Er gibt nicht ganz so viel, aber auch gut. Ja gut, 12 und 15 ist nicht so ein großer Unterschied. Eine durchsichtige Feder. Oh. Ein Boss. Duelle, wo bist du denn? Warum rettest du mich nicht? Ich bin so einsam. Ich bin so grässlich, entsetzlich einsam. Ich glaube, ich koche über. Ich sehe den Boss. Oh, du bist doch Darius, oder? Wir haben uns in Domina getroffen. Aber zurück zu mir. Ich war unterwegs, um ein paar schöne Teeblätter zu pflücken. Und habe mich verlaufen. Wie du siehst, bin ich am Ende hier gelandet. Ich frage mich, warum der liebe Duelle noch nicht nach mir sucht. Ich würde ihm ordentlich einschenken, wenn ich die Gelegenheit hätte. Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier lebt eine scheußliche, blutsaugende Fledermaus. Pass auf dich auf. Komm zurück. Na ja, dann mach's mal gut, ja. Du blöde Teekanne. Oh. Zuerst kommt ein magisches Geschöpf voller Wasser. Und jetzt ein widerlicher Mensch. Nur das Blut einer friedvollen Taube kann meinen Durst stillen. Doch bevor ich meinen Durst stillen kann, muss ich diesen Eindringling beseitigen. Du hast ein echt cooles Design. Ja, gib's dem Vampir. Macht ihn fertig. Oder sie. Nein, nicht weggehen. Danke. Ja. Oh. Artefakt Flaschengeist. Was ist denn das? Duelle, Herrje, warum hast du mich nicht geholt? Ah, Tika, du hast da draußen beim Teeblätterpflücken ein ziemliches Abenteuer erlebt, was? Das Leben ist ein Abenteuer, aber nur wer es in vollen Zügen genießt, kann über sich hinauswachsen. Das sagst du so einfach. Ich habe in echten Schwierigkeiten gesteckt. Lass uns nach Hause gehen und eine schöne Tasse Tee trinken. Oh, das klingt wunderbar. Ein Tässchen Tee wird mir helfen, diesen ganzen Schlamassel zu vergessen. Und dann auf ins nächste Abenteuer. Du liebes bisschen. Nein, vielen Dank.
Gefährliche Teestunde, Ende. Ich mag ja das Design wirklich, wirklich gern. Auch wenn sie mich mit dem Vampir einfach sitzen hat lassen. So, letzte Aktion des Tages. Ihr kennt es. Ich mag Tee. Gefährliche Teestunde. Anscheinend ging es beim heutigen Abenteuer darum, die Tore der Blütlinge zu öffnen und zu schließen. Und das heutige Monster hat meinem Menschen ständig das Blut ausgesaugt. Lass meinen Menschen in Ruhe. Ah, oh, was ein süßer Kaktus. Okay, Leute. Das war's für die Folge. Hat ein bisschen Überlänge, aber ich wollte das noch fertig machen. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.